Hello everybody and especially Hype Ryan Worlds. Welcome to the Ark News with your weasel. We need to talk about some things. We really hope that you are listening, Tryon Worlds. You have the chance to give us a really great game because we are the players. The pillars of success of Ark Age, so you take the time and enjoy this podcast. We talk about things that are good and which ones need to be changed. This podcast is in German language, the most important things are subtitled in English for you. Thanks, and again, enjoy this podcast. Ark News. Review. So, herzlich willkommen zu der Ark News, beziehungsweise zu einer Ark News Spezialfolge. Obwohl Folge auch wieder nicht richtig ist, weil es ist einfach nur ein Podcast, wie ihr an diesem bewegungslosen Bildschirm schon erkennen würdet. Gut, ich bin heute nicht alleine da, denn wir haben nun erfolgreich die erste CBT in der EU hinter uns gebracht. Dazu begrüße ich mal hier die anderen Leute. Grüßt euch! Hallo! 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 Und die ganze Leute, die werden euch mal so busy ihre Eindrücke schildern von der CBT hier in der EU. Es sind vorwiegend Neulinge. Das ist schon mal sehr gut, weil die sind nicht vorbelastet. Und ganz zum Schluss werden wir Gezeichneten dann auch nochmal unseren Senf dazugeben. Das schildern, wie wir jetzt die CBT erlebt haben. Und so weiter und so weiter und so fort. In dem Sinne übergebe ich jetzt das Wort an den Nachtvogel. Nachtvogel, erklär uns doch mal, wie hast du die CBT erlebt? Ja, Hallöchen an dieser Stelle. Also ich muss sagen, ich durfte ganz kurz natürlich auch den Patch 1.0 erleben. Nun mit der CBD im Patch 1.2 war ich doch überrascht. Vieles hat sich geändert. Für mich persönlich muss ich sagen, einiges zum Positiven. Man ist nicht mehr gleich die eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, sondern muss tatsächlich viel mit seinem Haushalt, was die Arbeitskraftpunkte angeht, rechnen und schauen. Das Leveln an und für sich geht relativ zügig durchweg. Auch die Quests sind sehr stimmig für mich, passen aneinander. Und im Großen und Ganzen macht das Spiel für mich einen sehr guten und so wie es aktuell ist, auch sehr schön spielbaren Eindruck. Ja, vielen Dank, Nachtvogel. Dann kommen wir zu Silphine. Bitteschön, dein Part. Hallo. Jo. Also mein erster Eindruck von Ark Age war schon mal ziemlich gut. Ich habe mich sehr oft ablenken gelassen von den kleinen Spielereien, die man unterwegs findet auf der Questreise. Die Story ist auch ziemlich gut. So, kommen wir zu den weniger guten Sachen. Ja, ein paar kleinere Bugs sind noch drin, ein paar NSCs sprechen noch Koreanisch und ein paar Questtexte sind übersetzt, aber das war ja zu erwarten in der Beta. Allerdings habe ich auch zu bemängeln, das erste, dass die Gilda-Stars ziemlich wenig verteilt werden, weil ich habe sie für mich an längst mögliche Handelsroute gefahren, von Sands Deep bis ganz oben in den Norden auf den Ostkontinent und habe nur einen einzigen Gilda-Star dafür bekommen. Also das sollte eigentlich dringend geändert werden. Und das, zu den Labor Points muss ich auch noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar geht es darum, ich habe jetzt ein bisschen rumgetestet und ausprobiert, aber ich denke mal, selbst wenn man sich auf eine Sache fixiert und die durchgehend durchzieht, wird das teilweise recht knapp. Also ich würde vielleicht 5 Punkte alle 5 Minuten mehr geben und vielleicht auch gleichgesetzt mit der Offline-Regeneration. Aber die positiven Sachen überwiegen definitiv, weil das Schifffahren macht unglaublich viel Spaß, die Tauchtouren, das Handeln, die Interaktion mit anderen Spielern, also alles in allem Großen und Ganzen sind nur so kleinere Mängel dort, aber die würden wahrscheinlich, denke ich, noch behoben. Und an den Skills könnte man vielleicht noch ein bisschen rumschrauben, weil die Startskills, die man halten kann, die sind doch recht schwach. Auch im so im Midgame zumindest ist der Eindruck bei mir liegen geblieben. Damit gebe ich dann auch mal weiter. Ja, dann vielen Dank für deine Äußerung.
Kleine Zwischeninfo für alle, die zuhören. Erschreckt euch nicht bei den Namen, die hier teilweise genannt werden. Das sind vor allem auch Ingame-Namen. Ne, also beispielsweise jetzt hinter einer Sylphine steckt nicht unbedingt ein weiblicher Mensch, ne? In dem Sinne. Dürften aber einige gerade so aus der MMO-RPG-Branche gewöhnt sein, gerade auch im TS, also bilden wir uns darauf nichts ein. Also nochmal danke. Dann machen wir direkt mit Torgil weiter, der uns jetzt auch seine Impressionen quasi kundtut. Bitteschön. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Also im Grunde genommen kann ich mich dem bis jetzt Gesagten eigentlich nur anschließen. Für mich persönlich muss ich sagen, dass ich mit relativ großen Hoffnungen und Anforderungen an Arch Edge rangegangen bin, weil ich schon sehr lang ein für mich passendes MMO gesucht habe. Und trotz der teilweise richtigerweise angesprochenen Mängel muss ich sagen, also ich bin absolut nicht enttäuscht, sondern ganz im Gegenteil, also ich bin begeistert. Es hat eine derartige Vielfalt, es ist ein großer Teil Sandbox dabei, also man ist eigentlich nicht wirklich starr in ein Korsett drinnen. Und was für mich wirklich sehr gut gelöst ist, das wird jetzt teilweise bemängelt, so wie mit den Guilder Stars oder mit den Labor Points. Das ist für mich sogar ein positiver Punkt, muss ich sagen, weil dadurch wird in einem MMO tatsächlich der Zusammenhalt gefördert und eine Gilde kriegt wirklich wieder einen Stellenwert, also das Zusammenspiel, was in anderen eher hinten angestellt wird. Wie gesagt, und wie schon angesprochen, es gibt sicher noch die einen oder anderen Mängel, aber für das ist eine Beta-Version da. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass die Sachen behoben werden. Also zum Abschluss möchte ich noch sagen, wie gesagt, selbst für eine Beta-Version ist das für mich sehr gut gelaufen, das Spiel. Also relativ wenig Bugs. Dass die Server natürlich ein bisschen in die Knie gehen, das ist aber eh fast überall. Also das habe ich fast noch bei jedem Spiel erlebt, anfangs. Also mein Fazit ist durchaus positiv von dem Ganzen. Danke. Danke dir auch, Torgil. Ja, das ist schon mal so weit, so gut, ne? Irt, möchtest du noch was sagen, bevor ich jetzt noch einen Satz dazwischen schmeiße? Ja, guten Abend erstmal. Ich kann mich im Prinzip auch meinen Vorrednern anschließen. Als Neuling jetzt für dieses Spiel war ich auch sehr, sehr angetan. Die Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Oft ist es für mich so in solchen Rollenspielen, dass mir irgendwo die Atmosphäre vielleicht nicht so richtig passt. Und bei dem Spiel finde ich es richtig gut. Hat einfach Spaß gemacht, was die anderen schon gesagt haben. Es passt alles soweit. Was mir negativ aufgefallen ist ein bisschen, oder aufgestoßen ist erstmal, ist die Geschichte mit diesen Arbeitskrafttränken, dass man die eben kaufen kann und sich da doch recht massiv, sage ich mal, seine Arbeitskraft erhöhen kann mit, wenn man bereit ist, entsprechend Geld reinzustecken. Das finde ich nicht ganz so gut. Und ja, was mir persönlich aufgefallen ist, ich war mal in einem etwas weiter entfernten Land und dachte, ach, flieg ich mal kurz zurück. Ja, und dann musste ich doch eine halbe Ewigkeit warten, bis mal so ein Luftschiff ankam und dann flog das dann noch so langsam wie ein Esel gefühlt. Also ich finde, da könnte man, wenn man schon so Fernreisedinger einbaut, auch ein bisschen Gas geben und vielleicht ja, die Zeiten da ein bisschen beschleunigen, dass man da nicht 15 Minuten in-game zugange ist, um von A nach B zu fliegen. Das wäre vielleicht auch noch ganz schön. Ja, aber summa summarum, absolut positiver Eindruck. Ich freue mich auf das eigentliche Spiel und ja. Damit lasse ich es auch. Ja, vielen Dank, Jörg. Das war sehr gut. Gerade mit der Beta muss ich auch nochmal sagen, was ich vorhin eigentlich schon zwischenwerfen wollte. An der Stelle sei jeder nochmal daran erinnert, der hier auch zuhört. Es handelt sich hier ja nicht um eine Marketing-Beta. Ne? Also, das ist rein dazu da, um dieses Spiel und dessen Inhalte zu testen. Und dann möglichst ab ins Forum
auch mal loben, ne? Oder halt eben konstruktive Kritik abzulassen, weil jetzt ist noch die Gelegenheit dazu da, was beizutragen, Änderungen herbeizuführen. Und nur vom Rummaulen, andere anschwärzen etc. ist nichts getan, ne? Ergreift da die Gelegenheit und tut einfach was. Und in dem Sinne, jetzt kommen wir zu einem alten Hasen, der mit mir zusammen in Russland schon gestartet hat, und hören seine Meinung zu dem Ganzen. Corsair, bitteschön. Ja, guten Abend erstmal. Ja, ich fange auch erstmal an mit den Sachen, die mir positiv aufgefallen sind in der Beta oder schon in der Alpha, ne? Ich bin ja auch schon Alpha-Spieler. Und auch, wie gesagt, schon ehemaliger Russland-Spieler. Ich glaube, 6 Wochen oder sowas hat das da geklappt, bevor sie dann alles gesperrt haben für uns. Und ich vergleiche halt mit alten Versionen und mit jetzigen Versionen und bin der Meinung, die Art und Weise, wie man die Trade Packets baut, ja, im Vergleich früher irgendwie 100 Erdbeeren und ein Zertifikat, Trade Packet fertig. Und jetzt muss man ein bisschen mehr dafür tun, ja, viele verschiedene Sachen anbauen, klein hacken und machen. Das finde ich viel, viel besser, weil das dann nicht mehr alles so eintönig aussieht in diesen Housing Areas. Das ist alles wild rumgemischte Sachen, die dort angebaut sind. Das verschönert das ganze Spiel nochmal. Das ist das Erste, was ich gut finde. Das Zweite, was ich so relativ gut finde, ist, dass das Verhalten des Charakters, also wie man sich bewegt und wie hier alles interagiert in dem Spiel, das ist auch alles noch sehr, sehr gut geblieben mit dem neuen Patch. Zusätzlich, was noch hinzugekommen ist, was jetzt auch für mich komplett neu war, sind diese ganzen neuen Farmen, die man da bauen kann. Ja, diese, ach, was weiß ich, diese Massenkuhhaltung oder wie man das da nennt, Massenviehzucht. Finde ich auch sehr interessant. Und überall braucht man halt ziemlich hohen Skill im Beruf, was auch dann bedeutet, man muss viel Arbeitskraft verschwenden in diesem Beruf. Dann kommen wir gleich direkt zu dem Thema Arbeitskrafttränke. Da bin ich komplett anderer Meinung wieder. Und zwar, zurzeit ist es so, dass man alle 12 Stunden so einen Trank nehmen darf. Also er hat 12 Stunden Cooldown. Man bekommt 1000 Arbeitskraft. Ich bin dafür, zum Beispiel diesen Cooldown zu halbieren. Also wenn man alle 6 Stunden 1000 dazu kriegt, finde ich das auch noch völlig human. Allein dadurch, weil man halt eher wenig kriegt oder weil eher, nicht unbedingt wenig kriegt, sondern halt, weil alles mindestens doppelt so viel Arbeitskraft kostet wie vorher, gefühlt. Ja, also der Start in Russland, da wusste ich nicht, wohin mit dieser Arbeitskraft. Und jetzt quasi der nachgespielte Headstart in der Beta, ich hatte eigentlich nie Arbeitskraft bis zum letzten Tag jetzt, da habe ich mal ein bisschen mehr gehabt, weil ich einfach lange nicht online war. Also das finde ich dann, könnte man noch ein bisschen was tun. Was mir persönlich überhaupt nicht gefällt, sind der Loot. Ganz schrecklich finde ich das, dass irgendwelche komischen Säckchen da nur noch fallen gelassen werden, die man dann für Arbeitskraft öffnen muss. Finde ich sehr, sehr negativ. Ich finde, es gehört sich eigentlich in jedem MMO so, dass ein Gegner etwas fallen lässt, was ich nicht noch öffnen muss, sondern dass es halt fertig schon da ist, ja. Das ist, finde ich, schade. Ich meine, keine Ahnung, ob die das ändern werden oder ob es nicht geändert wird. Ja, was ich auch schade finde, ich bin, ich habe in Russland sehr, sehr viel geangelt und gefischt, was man halt hier in dem Spiel sehr, sehr toll machen kann, weil es interaktiv ist und nicht AFK rumstehen ist. Meistens halt nicht AFK rumstehen ist. Finde ich sehr schade, dass man, dass es halt das Angeln sich komplett verändert hat. Das ist nicht sehr schade. Diese Regenwürmer, die man da brauchte, die braucht man jetzt gar nicht mehr. Und so weiter und so fort. Müsste ich noch tiefer ins Detail gehen, um das genauer zu erklären. Deswegen bleibe ich mal so oberflächlich. Ja, ansonsten schließe ich mich auch noch vielen anderen Meinungen an, die ihr jetzt gerade gehört habt von den Leuten hier. Ja,
diese Trade Packets fahren. Das sollte dann schon erhöht werden, dass man mindestens 2 oder 3 Gilder Stars kriegt für eine Tour. Das sollte schon drin sein. Einen finde ich zu wenig. Weil sie ja schon die Preise erhöht haben für Schiffe etc. Häuser nicht, aber Schiffe. Und was, also wenn ihr das hört, Trion, was ihr auf jeden Fall ändern müsst, ist die Gilder Stars für Storyline-Quests rauszuhauen. Also ich habe es geschafft, also man könnte es schaffen, in 5 Stunden 6 Farmhäuser zu erspielen, indem man sich einfach den Plan hin und her schickt, den man mit einem Twink erstellt. Finde ich, das ist auch etwas, da müsst ihr irgendwas dran tun. Entweder den Plan geben bei Beenden dieser Storyline-Quest und der muss gebunden sein oder irgendwas anderes machen, aber das ist nicht so toll, weil das wird ausgenutzt und exploited und alle Leute bauen alles zu und bauen es aber gar nicht auf. Also, keine Ahnung. Also im Großen und Ganzen, ich bin eigentlich schon doch eher zufrieden mit dem Spiel, wenn dann halt diese paar Änderungen da noch reinkommen, dann ist es ziemlich gelungen. Ja, das war's von meiner Seite. Dann bedanke ich mich auch bei dir, Corsair. Vielen Dank für deine Einwürfe, da waren auch vor allem sehr wichtige Sachen dabei. Ist natürlich, bringt das deine Erfahrung mit, da ein Auge für zu haben. Und last but not least gebe ich natürlich auch noch meinen Senf dazu. Obwohl ein News-Moderator eigentlich meinungsunabhängig sein sollte, aber dadurch, dass ich auch Beta-Tester bin, nehme ich mir einfach das Recht da mal raus. Ganz klar, und das greife ich jetzt auch nochmal auf, nur um das nochmal zu verdeutlichen, das Loot-System ist einfach nur katastrophal. Das geht so gar nicht. Da muss ich was tun, auf alle Fälle. Sonst kann Trion eigentlich das Free-to-Play-Modell quasi abschaffen, weil die rennen irgendwann mal mit vollen Taschen darum, weil die Beutel da drin haben und nicht mehr aufgrund fehlender Arbeitskraftpunkte öffnen können. Ne, aber wie gesagt, der Corsair hat das ja schon sehr gut erklärt. Da muss unbedingt was gemacht werden am Loot-System. Denk mal, da sind wir uns auch ziemlich alle einig. Und natürlich will ich jetzt nicht auch meckern. Es gibt auch Sachen, die mir sehr gut gefallen, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Zum Beispiel ist das der Debuff für den Gleiter, wenn man auf dem offenen Meer ist. Finde ich sehr gut. Wirklich, also das macht die Seeschlachten durchaus interessanter. Man kann nicht einfach hobbledy-pop ab auf den Gleiter und jemand anderen entern, sondern muss teilweise wirklich schon überlegen, eine eingespielte Crew möglicherweise noch mit an Bord haben, andere ausmanövrieren etc., alles, was man so schön kennt. Und ich hoffe, dass es auch niemals, und das ist quasi schon ein Aufruf, niemals irgendwelche Möglichkeiten gibt, das zu umgehen. Quasi mit größeren Gleitern, die diese Turbulenzen umgehen können, oder aber sonst irgendwelche Sachen, die dazu führen. Ne? Also wir kennen jetzt beispielsweise unser geliebtes Speedboat mit der Harpune, ne, ist ja ein tolles Feature. Harpune raus, anheften, ranziehen, entern. Klasse Sache. Ne, so sollte das auch sein. Weil, denkt, es ist ja so schön gemacht, die Meere sind groß, sind tolle Schiffe drin und da sollte das nicht in der Luft entschieden werden, finde ich. Ja, ansonsten kann ich jetzt auch nicht so arg viel mehr dazu sagen. Von mir aus könnten die Labor Points oder die Arbeitskraftpunkte durchaus ein wenig erhöht werden. Das sage ich aber mit Vorsicht, weil es ist schon ganz richtig, sich auf langer Sicht was zu erarbeiten und nicht von heute auf morgen, weil man eben nur mal die Arbeitskraftpunkte dazu hat, sondern sich auch die einteilen muss und überlegen muss, wie kann ich das jetzt bewerkstelligen, ohne dass ich meine Arbeitskraftpunkte vielleicht noch für irgendwas raushau, was ich gar nicht brauche und so. Ne? Ich denke, ihr könnt mir da folgen. Gerade in Bezug auf die Langzeitmotivation. Ne? So wie ich das am Anfang in Russland beispielsweise erlebt habe, aufgrund der Arbeitskraftpunkte
ja, artet das quasi schon fast in Monatsspiel aus, ne? Also da hat man schon sehr, sehr, sehr viel erreicht und die Motivation sinkt dann dementsprechend, sich noch an irgendwas anderes dran zu setzen. Natürlich bietet Arc Age auch wiederum so viel Inhalt, ne? Auch mit dem 1.2-Content oder dem ganzen anderen Content, der da dazugekommen ist, dass man im Prinzip immer was zu tun hat, ne? Wenn man die richtige Motivation hat. Aber wie gesagt, da ist jeder anders gestrickt. Und das nebenbei nur mal erwähnt. So. Gibt es irgendwas, was ihr gerne noch loswerden möchtet? Nein. Grußworte an Trine Worlds, an die Omi, an die Mutti, an die Frau, an die Kenner. Alles raus damit. Wird alles aufgenommen. Bringt mal Spiel raus. Bringt mal das Spiel raus. Ja, Ja. wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit. Ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, um das einfach auch nochmal rauszuhauen, weil denken wir einfach mal daran, Arc Age ist ja schon released. Es gibt eine fertige Version Arc Age. Punkt, fertig aus. Ne? Eigentlich hat Trine Worlds da eigentlich nicht mehr zu tun, wie ein bisschen übersetzen, ein bisschen lokalisieren. Ne? Und ich bin eigentlich auch schon so fair zu sagen, oder vielleicht bin ich auch nur ein bisschen ja, ungeduldig, mich würde das nicht mal stören, wenn die NPCs koreanisch reden, wenn es englisch untertitelt ist, in der Release-Version. Es gab andere Spiele, die schon in nur einer Sprache ohne Untertitel released wurden. Ne? Ich nenne jetzt keine Beispiele. Es war aber nicht von Trine Worlds, so viel ist gesagt. Also damit würde ich durchaus auch noch zurechtkommen. Ich sage auch immer, mein Gott, ihr könnt euch auch ruhig Zeit lassen mit dem Release. Ne? Hauptsache es gibt ein Top-Game, weil, und da nochmal Hallo Trine Worlds, lausche auf, ihr habt da wirklich die Chance, eine große, große Chance, ein wirklich tolles MMO auf den Markt zu bringen. Ne? Vergeigt das nicht. Tretet mit der Community in Kontakt. Und hört ein bisschen auf die Leute. Mein Dummschwätzer gibt's immer. Und meistens von denen mehr wie von den anderen. Das ist leider nun mal so, ne? Weil man regt sich gerne auf. Ich mache das jetzt an dem Beispiel fest, wie man das halt eben vor 1.0 gewohnt war, gerade in Bezug auf die Arbeitskraftpunkte. Da hat man nicht mehr generiert, aber man hat einfach weniger gebraucht und dadurch immer im Prinzip was zur Verfügung gehabt, ne? Und wenn man das jetzt so genommen bekommt, ne, diesen Luxus, diese Bequemlichkeit, ne, dann ist man dann schon stinkig. Ne, aber wenn man dann ganz ehrlich zu sich selbst ist und dann mal darüber nachdenkt, ja, was will ich denn? Möchte ich ein Spiel, das mich 3 Monate motiviert, ne, wo ich dann in 3 Monaten alles habe, alles gesehen habe, alles gemacht hat, oder will ich wirklich ein Spiel, das mich dauerhaft begeistert, ne, wo ich mir Ziele setzen kann, wo ich auf Ziele langfristig hinarbeiten kann, ne? Oder wie auch vorhin schon erwähnt, das Zusammenspiel, ne? Es ist ja gar nicht so undurchdacht, wenn man letztendlich mal wirklich darüber nachdenkt, was jetzt an Änderungen kamen in Arc Age und denk mal, das sollte wirklich jeder mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ja, so ein Arc Age à la Battlefield einloggen, platt machen, ausloggen, das will, glaube ich, keiner, ne? Nö, wirklich. Ja, ansonsten gibt es da jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir hoffen natürlich darauf, dass wir natürlich ja, baldmöglich ein Release erleben werden, weil, wie gesagt, ich sehe die ganze Sache natürlich relativ nüchtern. Trine Worlds ist nicht mehr das größte Studio, denen geht es ja nicht ganz so gut. Deswegen hoffe ich auch darauf, dass sie die Chance nutzen und dann gönne ich es auch wirklich, Trine Worlds damit wieder auf die Beine zu kommen. Ja, oder wieder eigene Projekte vielleicht auf die Beine zu stellen, etc. etc. Aber so weit will ich gar nicht gehen und vor allem will ich auch bei ArcheAge bleiben. Ne? Also wir wollen jetzt nicht abschweifen. Ja, hoffen wir darauf, dass wir baldmöglich die nächste CBT erleben und darauf folgend hoffentlich bald eine Open Beta. Weil, ich weiß nicht, vielleicht dürfte das den einen oder anderen aufgefallen sein. Entweder ist es irgendwie ein Fehler, der sich eingeschlichen hat, oder es wird im Hintergrund schon darauf hingearbeitet. Und zwar, wenn ihr in den Itemshop gegangen seid, auf den schönen Schönheitssalon,
Ne? Das war das kleine Knöpfchen links überhalb eures Charakters, wenn ihr in dem Item-Shop wart. Und habt da drauf geklickt und seid da rein, seht ihr ja die Charaktererstellung quasi. Wenn euch das aufgefallen ist, steht da oben drüber schon folgendes. Schönheitssalon. Ja, ich zeig das hier mal anhand eines Beispiels, eines Bildes, ne, damit ihr zwischendurch auch mal was anderes seht hier. Da bleibt dann halt nur zu hoffen, dass Trine Worlds da am Ball bleibt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und wir dann wirklich vielleicht schon im Herbst ein fertiges Spiel haben und dann wirklich auch mit allen Leuten loslegen können, und zwar so richtig. Ne? Jo, an der Stelle, das war's auch schon mit dem Podcast. Ich bedanke mich für meine Teilnehmer hier. Super, Leute, ihr wart echt klasse. Vielen Dank. Goldteam vor. Jo, danke. Ich hoffe auch, euch Zuhörern hat das interessiert. Ich bin natürlich auch darauf gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst's ruhig unten in den Kommentaren stehen. Bleibt aber bitte sachlich, ne, weil alles andere, das lese ich mir gar nicht durch, das ist mir zu blöd. Und in eigener Sache, interessiert ihr euch für ARK News, lasst es mich wissen, schreibt mir eine PN, ne. Jeder kann teilnehmen, jeder darf seinen Teil dazu beitragen, wenn er das möchte. Es wird quasi alles gesucht, ne. Also ihr könnt auch als Gilde mal herkommen und ich starte ein Interview und ihr dürft euch da ja ein bisschen die Fusseln aus der Gosche ziehen, ne? Quasi, wenn man so will. Ja, oder ihr stellt euch als Let's Player vor oder wollt, wie gesagt, alles ist hier willkommen. Lasst es euch mal gesagt haben, sein. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der die Chance mal ergreifen will. Ansonsten war es das. Ja, wie gesagt. Sonst, ja, von euch hat keiner mehr was zu sagen, nehme ich an, ne? Ihr habt ja alle schon Tschüss gesagt. Jo, ich habe nichts mehr zu sagen, ne. Gut, dann, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ARK News mit eurem Wiesel. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüss.